Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medal of Honor Frontline. Ja, jetzt musste ich wieder kurz überlegen. Wir haben heute, einen Tag später, Montag, den 6. Juni, 20.03 Uhr. Ja, das heißt, heute wird mal wieder eine etwas längere Aufnahme stattfinden und wir beginnen jetzt mal direkt das nächste Level. So. Stück für Stück. Das ist auch ein ziemlich geiles Level. Also, ich mag das gerade hier mit den Vorstädten hier. Die tun wir erstmal ignorieren. Hier oben war nämlich, glaube ich, ein MG. Warte mal, wir haben doch eine Schalldämpferpistole. Ich glaube, hier war nur einer, oder? Nein. Okay, dann schleichen wir uns mal hier zu den MG. Beziehungsweise wir gehen einfach ran. Die wusste erstmal gar nicht, wo es herkam. Sehr schön. Hier kommt, glaube ich, der kleine Welche. Erstmal die Kiste zerstören. Und derweil machen wir einen Kontrollblick. Okay, die Aufnahme, die läuft. Das ist sehr, sehr schön. Ah, komm. Hab ich ihn? Ja, ich glaube, die sind unten. Okay, da müssen wir runter. So, wir haben noch ein bisschen Munition. Sehr schön. Und nur ein Medipack. Hä? Ihr seid schon hier oben? Ah, komm. So, laden wir mal nach. Und essen wir mal so ein Stück Brot. Ja, dafür gibt es, glaube ich, auch eine Trophäe. Das hatte ich schon mal in der letzten Aufnahme gesagt. Wenn man das erste Stück Brot isst, sagen wir mal so, um halt seine Energie aufzufüllen. So, noch ein bisschen einsammeln hier. Zack. Okay, alles voll. Das ist auch so ein geiles Level. Was, das verdammte Ding? Ah, und ich lade genau nach. Ich dachte, da war tot. So, jetzt dürfen wir nachladen. Können wir vielleicht ein schönes Thumbnail machen? Ja, zack. Ja, ich hatte es in der letzten Aufnahme schon mal gesagt, wenn ich dann immer so mich schnell bewege, das ist immer ein bisschen schlecht, ein gutes Thumbnail herauszufinden. Das ist doch schon gut, wenn ich dann sage, okay, hier, machen wir das mal so. Oh. Aha, warte mal, wir haben doch hier Granaten. Sehr schön. Und das Gute ist, die explodieren auch gleich bei Berührung, sage ich mal so. Also, wenn wir jetzt irgendwie einen Soldaten abschießen. Ja, komm her. Das Schöne ist auch, dass man das direkt hört, wenn die etwas fallen lassen. Okay. Okay, ich dachte, hier wäre jemand, aber war doch nicht so. Ah, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich lunze bloß mal kurz drauf. Okay. Ist nicht wichtig. Kann bis nach der Aufnahme warten. Wie die alle gleichzeitig in derselben Pose sterben. Ja, dort hört das Level auf. Achso, ich habe übrigens mal geschaut, was ich sagte mit dem Bug.
Also zum Beispiel jetzt hier, wo die Windmühlen sind, überall, dass zum Beispiel das eine Teil von dem Gebäude ein bisschen in der Luft, also nicht ganz so weit unten, wie es eigentlich sein sollte. Ich wusste zwar, dass es hier jemand auf Toilette gibt, aber ich dachte, das wäre erst viel später. Also in einem anderen Haus. Ja, nee, das scheint bei den Original auch schon so zu sein. Also das liegt nicht an der Portierung. Ich dachte erst, dass die das irgendwie bei der Portierung missgebaut haben, sag ich mal so. Aber weil ich hatte mir den einen Trailer nochmal angeschaut, den ich ins Hauptmenü hineingeschnitten habe. Und da war das genauso. Das war aber damals auf der PS2 nicht so wirklich aufgefallen. Hier bist du. Na komm, nehmen wir nochmal so ein Stück Brot. Was machst du jetzt? Du willst voll Ärger. Ah, komm. Okay, den haben wir. Oh, hier ist ja noch einer. Oder war der auch nicht tot? Sag mal. Ja. Okay, schönes Ding. Obwohl, das sieht vielleicht schöner aus als Thumbnail. So. Würde ich jetzt mal so sagen. Werden wir sehen. Ach, hier war die Straßensperre. Ja, wir tun die von einer anderen Position aus ausschalten. Die kommen hierher. Na komm, wir sammeln hier noch schnell ein. Oh, achso. Wollte schon sagen, warum hab ich denn das nicht gesehen? Aber okay. Hä? Ach hier. Ich wollte schon sagen, hier war doch ein Eingang. So, ich glaube, die ist verschlossen. Nein? Was ist das? Ach so, stimmt. Ja, wir müssen die Leute mal stören hier. Oh, danke schön fürs Brot. Wie die guckt. Die ist, das sieht aus, als würde die sticken. Naja, wir wollen es mal nicht weiter belästigen. Gehen wir mal weiter. So, hier ist noch ein Verbandskasten. Hey, ich habe noch gar nicht angegriffen. Na gut, vor uns hier den ihren Kollegen. So. Ah, die waren alle automatisch getötet, sobald man hier das zerstören. So, hier kommt noch ein Panzer, den kann man auch mit einem MG ausschalten. Ich hoffe, der trifft uns jetzt nicht. Okay, wir gehen lieber erstmal hier weg, dass der vorfahren kann. Ah, hier bekommen wir die Schrotflinte. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch. Ja. Okay, der ist kaputt.
Also mit den MGs kriegt man die Panzer übelst gut kaputt. Okay. Das Brot schmeckt köstlich. Okay, hier ist nichts. Ah, hier schaut jemand aus dem Fenster. Ah, sehr schön. Achso, ich dachte, da braucht noch einen zweiten Schuss. Brauche auch noch. Also das Gewehr ist nicht so stark wie das andere, was wir mal zuvor hatten, ne? Da lebt noch. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier vor. Wir sammeln alles ein, was wir einsammeln können. Können wir kurz ans MG gehen, aber ich glaube, da kommen keine Soldaten weiter. Nein. Na, wie gesagt, die meisten Soldaten werden dann erstmal getriggert, sobald wir an einen MG gehen. Also, dass sie dann spawnen sozusagen. Okay, der hat Kollision, das wollte ich jetzt bloß mal austesten. So, wechseln wir mal zu unserer MP. MP, sagte ich. Ah, ich finde die irgendwie cool, die MP40. Hier waren, glaube ich, wieder Soldaten drin. Ja. Na, sag mal. Ah, nachladen. Ja, komm hier. Brot. Ah, das stellt ganz schön viel Energie wieder her, hä? Also, das sind mehr als nur 5%. So, gehen wir mal hier durch. Hallo? Das habe ich nicht. Sehr schön. Los, los! Ah. In Sicherheit! Die schmeißen die ja zurück. Komm. Holt's euch. Ne, ich dachte, die sind vielleicht so blöd, dass die direkt hinlaufen, um die zu holen. Soll's ja auch gehen mit Spielen. Energie. So, hier ist nichts. Ich... ah,
ich habe mich gerade verschluckt. Hier vorne kommt, glaube ich, wieder ein Panzer. Bist du das, Klaus? Alle heißen hier Klaus. Bist du das, Klaus? So, erstmal den Panzer ausschalten. Komm, 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 komm. Ui, das war knapp. Boah, wir müssen erstmal Energie holen. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen übermütig. Ich habe gesehen, dass die Anzeige blinkt und rot ist, aber ich wollte die trotzdem noch erledigen. Ja, das ist so ein Geräusch. So ein Bug, wenn man jetzt hier durchgeht. Irgendwie, ja, keine Ahnung, was das ist. So, ich habe noch einen Verbandskasten. Müssen wir nochmal zurückgehen. Ah, das hat man bis jetzt noch gar nicht gehabt in den Let's Play, also dass jetzt irgendwie die Energie so knapp wurde. Okay, müssen wir doch noch ein bisschen weiter zurück. So, hier haben wir noch was. Hier war doch irgendwo so ein Feldlazarett, oder? Ja, genau hier. Zack. Ja, hier genauso. Das scheint allgemein ein Bug von den Türen zu sein, oder? Okay, der hat es wahrscheinlich überlebt. Hier vorne waren auch noch welche im Fenster. Können wir eigentlich... Ja, wir haben ein Ziel, können wir springen. Bin schon wieder weg. So, da ist Energie auch wieder voll. Hier ist es genauso. Hier kommen auch erst wieder neue Gegner. Oder ein paar bestimmte Gegner, wenn wir hier drüber gehen. Also, die normalerweise nicht gespawnt werden würden, wenn wir die Leiter ignorieren. Ah, das finde ich jetzt auch cool hier. Ne, da läuft aber auch schon ganz schön zerbrechlich, ja? Oder gebrechlich. Ja, und jetzt sind neue Feinde gespawnt, also zumindest welche, die normalerweise nicht kommen würden. Und die sind natürlich wichtig für die Goldwertung. Hier oben ist noch einer. Ah. Na komm, komm gleich zurück. Ah. Okay, den haben wir. Da sind noch welche. Na, ja, es bringt nichts gegen die Wand. Ah, Gott. Boah, der hat aber ein Schwein. Ja, sehr schön. Nächster.
sind aber auch so clever. Hier sieht man auch hier, wo komplett das Haus aufhört. Ja, so viel dazu. Das Spiel ist perfekt. Nein, aber halt von der Atmosphäre. Da passt einfach alles.